doch nicht. Hey, mi amiga! Hey, ich hab was gefunden. Komm doch mal vorbei. Okay, ich denke. Boah, ich muss kurz aufstehen, Chat. Mir tun gerade der Rücken so weh. Ich müsste mich jetzt drehen. Oh, so drehen. Oh. Also kann ich nicht zocken. Aber so können wir pennen. Oh, gute Nacht. So, war nett. Gute Nacht, leck mir am Arsch, bin weg. Oh. So. Aber die Nachtszene. Die Nacktszene und weg da. So. Dankeschön. Bitte. Gute Nacht. Tschüss, schlaf gut. So. Da guckst du, Kate, ne? Gute Nacht. Schlaf gut. Alle Verrückte, sag ich euch. Ich stehe kurz auf. Ich bin. Eieiei. Mir tut einfach alles weh hier vom Liegen. Jetzt erstmal nur so normal Controller. Ich mach dann gleich wieder Licht an, aber solange ich jetzt hier alles offen hab, lasse ich Licht erstmal ein bisschen aus. Ist ja anders wild hier vom Rechner zu sitzen hier. Total hoch, also total tief. Ich schaue jetzt hier nach unten. Im Bett habe ich nach oben geschaut. Ganz wild hier. Blader, danke dir. Moin. In 400 Metern links abbiegen. Ich lag heute, glaube ich, nur den ganzen Tag im Bett. So beste ging es mir. Links abbiegen. Was ist eigentlich das Ziel genau? Welche Richtung? Wo ist denn das Ziel überhaupt? Wo muss ich denn hin? Was? So weit hoch? Boah, jetzt ist das schon. Das ist schon scheiße, ey. Ich weiß, ihr feiert das alle so Open World, aber ich habe ja gefeiert einfach übers Menü rennen. Zack, fertig. Ist jetzt nur semi geil. Ja, ich mach gleich zu, damit auch der Controller mit Licht heller gemacht werden kann, sonst hat die Kamera einen scheiß Nachtmodus, gefüllt mit 2 Frames. Einfach mit du bist früh dran, aber die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß. Einfach mit 1 Grad draußen alles aufmachen und lüften. Und ich hocke hier halb nackt. Was denn, Katie? Das Hin- und Herfahren hier, oder was? Ich kann nicht Third Person fahren. Also Third Person. Alter, das ist halt für mich kein Autospiel dann. Das ist für mich Mario Kart oder GTA oder sowas. Ich will. Nee, ein bisschen Realismus doch, Alter. Bisschen authentisch muss das Spiel sein. Ich habe keine Ideallinie an. Ich habe kein Zurückspulen an. Auch wenn man viele Sachen öfters probieren muss und man darf keine Fehler machen. Oder es vielleicht frustet, aber so ein bisschen Realismus möchte ich schon. Ich spiele ja nicht gerne Arcade-Spiele. Ich spiele lieber gerne so Simulationen oder Simcade. Und ein bisschen Realismus muss es ja schon sein. Auch wenn es für andere Full Arcade ist. Und es ist viel zu schade, die Cockpits von den Autos sind so geil gemacht. Das ist viel zu schade, sie nicht zu sehen. Das Auto von außen siehst du noch genug. Ist ja Geschmackssache, Kate. Ich kann das nicht so full Arcade spielen. Ich versuche ein bisschen Hauch von in 400 Metern echtem Rennen damit so, oder echter Sichter mit drin zu haben.
Aber war ja gerade kein Problem. Du hast dein Ziel erreicht. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Aber ich glaube, ich mache wieder zu. Hola! Weißt du noch das alte Buch, von dem ich erzählt habe? Ich habe es bei meinen Padres abgeholt. Ich möchte etwas ausprobieren. Und ich soll dich fahren. Und du sollst mich fahren. Bien. Fahr in die Barrancas. Ich erkläre es auf dem Weg. Also, was suchen wir eigentlich? Mein Lieblingsbuch heißt El Camino de Sidney Wolverstone. Darin geht es um eine Entdeckerin, die Mexiko vor 200... Sag mal, was ist eigentlich immer noch der Nachtmodus an hier bei der dummen Kamera hier? Hallo? Mach halt. Jetzt der Tagmodus an. Muss ich ein bisschen dunkler machen? Tagmodus, beste. So. Wieder Nachtmodus. Hallo? Ja, leck mich am Arsch. Mir egal. Mach ich viel dunkler. Entspannter für die Augen. Jahren bereist. Im Buch beschreibt sie Atalantis, die sie findet. Das sind gigantische Statuen. Schau mal, wie geil. Einfach wieder ein neues Cockpit. Schau mal, wie toll. Wie schön detailliert, Katie. Also nach riesigen Statuen aus einem alten Buch? Eigentlich gibt es sie gar nicht. Genau. Und das so nicht zu sehen, wäre auch schade. Hinweise aus dem Buch gehalten. Ja klar, hier Auto kann man ja anschauen. Auto am Fuß des Copper Canyon direkt in den Fluss fahren? Man sieht auch viel mehr. Man hat auch immense Vorteile. Third Person ist immer vorteilhaft, aber keine Ahnung, Alter. So BC Auto Action, sowas wie es ein echtes, schadet nicht. Wieder ein Foto von der Statue machen. Okay. Schau mal, wie schön die ganzen Instrumente sich bewegen hier. Drehzahlmesser, Geschwindigkeit. Keine Ahnung, ob die anderen Sachen sich auch bewegen. Oh, habe ich vorbeigefahren? Ich habe gerade nicht dahin geschaut. Scheiße, ich habe nicht hingeschaut. Ich habe auf den Drehzahlmesser geschaut. Wollt ihr das zeigen? Scheiße, ich hab. Ja, nicht aufgepasst. Nochmal. Also, was suchen wir eigentlich? Mein Lieblingsbuch heißt El Camino de Sidney Wolverstone. Darin geht es um eine Entdeckerin, die Mexiko vor 200 Jahren bereist. Im Buch beschreibt sie Atalantis, die sie findet. Das sind gigantische Statuen. Aber hier in der Nähe sollte. Ich kenne nur Atlantis, nicht Atalantis. Wir suchen also nach riesigen Statuen aus einem alten Buch? Eigentlich gibt es sie gar nicht. Kann passieren, genau. Technikus. Kein Gag zum Himmel gefallen. Meister. Weißt du, was ich meine? Kannst du vielleicht mit dem Auto am Fuß des Copper Canyon. Und außerdem spiegelt alles so schön hier, Katie. Und ich habe sogar im Cockpit drin habe ich Rückspiegel. Das hast du ja normal nicht. Ja, aber du siehst halt viel mehr im Third Person. Und du musst auch gewisse Aktivitäten musst im Third Person spielen. Das ist einfach zu doof. Aber selbst vorher im Sturm habe ich einfach im First Person gelassen im Cockpit. Heute wieder überziehen, sagst du? Sogar die Hand spiegelt im. Seht ihr das? In der Windschutzscheibe. Also in der Frontscheibe, meine ich. Beim Lenken spiegelt sogar die Hand. Schon cool. Gemacht, finde ich. Machen wir
dir hier Fotos. Im Buch schlägt Lady Sydneys Expedition hier ein Lager auf. Aber das ist nur eine Geschichte. Wie ein Basislager? Ja, im Buch geht es darum, auf einer Insel das Lager aufzuschlagen und die Statue im Licht des Nachmittags zu finden. Also ungefähr zu dieser Tageszeit. Wie jetzt? Wie kann ich das Foto machen? Eine Statue finden? Ist das doch ein Stein oder nicht? Sitzen zwei Eichhörnchen auf einem Baum. Was sagt das eine Eichhörnchen zum anderen? Ich weiß nicht. Was sagt es denn? Das kann nicht dieser scheiß Stein die Statue sein, oder? Hier. Da. The fuck? Naja, man muss doch... Hey, wir können gar nicht reden. Das weißt du doch gar nicht hier. Das weißt du doch gar nicht. Aber wenn er sagt, hey, wir können nicht, hat er doch schon damit geredet. Das macht meinen Kopf kaputt. Das Huhn oder das Ei? Er muss das schon ein gescheites Foto haben, Smog. Sonst ist hier alles total verraucht, weißt du? Es ist unglaublich. Warum hat sie bisher niemand... Bestimmt nur ein Stein, weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Stern. Yes! Geil! Schau mal, wie geil ich bin im Fotoschießen. Einfach der beste Porno-Fotograf hier, den ich je gesehen habe. 3 Sterne. Hey, mi amiga! Dem Buch zufolge gibt es eine Statue am El Arco de Cabo San Lucas. Ich kann ja auch so spielen hier, ne? Mit der Kamera. Aber vielleicht wagen wir ein Experiment. Er sieht zwar nicht so viel vom Spiel, aber ist egal, oder? Laut Buch stehen soll. Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir am Vormittag dort. Vielleicht finden wir dann was. Alternativ sollten wir pünktlich zum Sonnenuntergang am El Arco sein. Glaubt man der Geschichte, oder so Gameplay hier so. Dann die Statue finden. So hier, Beste hier. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich mit euch. Ich habe auf PC gezockt, aber ich zocke gerade auf Konsole. Weil irgendwie läuft es auf Konsole besser als auf PC. Hab auch nicht mehr den besten oder den jüngsten PC. Deswegen läuft es auf Konsole besser. Aber wieso? Was ist mit der Story hier? Wieso immer Story jetzt hier? Vielen Dank für das Abo. Vielen Dank, hey, wie lieb von dir. Mein Tablet machte Ding. Bereit, ein Abenteuer zu wählen? Jetzt auch noch selber gesappt hier. Jetzt geht's aber los hier. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dremos-CH. Einfach den Sub reingeschallert. Dankeschön. Lass dich drücken hier. Drücken oder quetschen, such's dir aus. Dankeschön. Kuss, Kuss. Ganz viele Verschenkte und jetzt noch selbst hier. Also ganz wild mit dir. Ganz wild mit dir. Blut, Schweiß und Benzin. Nimmt das Horizon Wave Crashers Team in Angriff. Okay. Es gibt... Ich fahre doch jetzt immer... Darauf haben die Fans schon lange gewartet. Wird zum Zeitplan hinzugefügt. Das gibt's doch gar nicht auf PlayStation. Das ist doch ein Microsoft-Spiel, soweit ich weiß. Gibt's doch nur auf PC und Xbox, oder? Ja, gibt's doch nicht auf Microsoft, also auf Sony. Das wäre ganz wild. Meter links abbiegen.
mit dem Xbox Game Pass spiele ich das. Sonst, das ist ja teuer, das Game, weißt du? Deswegen, also Xbox Game Pass. Und es kommen ganz viele Spiele in letzter Zeit raus. Sehr geil. Macht eine Menge Spaß mit dem Xbox Game Pass. Kannst du zocken. Ich zocke eigentlich, ich bin eigentlich hauptsächlich PCler. Aber PC-Spieler bei aus dem Bett. Wenn ich zocke, ganz entspannt mit Konsole. Denn Maus und Tastatur im Bett zu zocken ist scheiße. Weißt du, ich meine? Und ich habe auch schon letztens gespielt, schon so ein paar Sachen mit Maus und Tastatur. Rechts abbiegen. Ich zeig dir mal, mit was ich im Bett spiele. Denn so richtige Maus im Bett geht da sowieso nicht wirklich. Aber das hier. Mit dem zocke ich im Bett. Ist nicht ganz so geil, aber im Bett Maus zu bewegen ist auch nicht so geil, wenn man da liegt und das Bett ist nicht gerade und so hat Rillen und alles. Deswegen, das nutze ich aus dem Bett und damit ist nicht immer das Beste zu spielen. Ne? Und bei jedem Browser 5000 verschiedene Tabs. Der Browser sah gerade noch gut aus, ich habe heute aber 30 Tabs geschlossen. Also so 20 GB RAM nutze ich locker für die ganze Scheiße. Dann, wenn du spielst, manche Spiele sind empfindlicher, dann laggt es halt manchmal. Und beim Auto, oder laggen, was heißt laggen, ist das... Vielleicht war das auch nur wegen dem Patch. Vielleicht war das auch nur wegen dem Tag, als es rauskam. Vielleicht musste noch patchen oder so. Auf jeden Fall habe ich ja am PC gespielt, hat aber gemeckert wegen den Grafikantreiben. Ich habe gesagt, mir scheißegal, mach einfach weiter. Vielleicht lag es auch daran. Buch oder Schneidebretter. Und es gab mal etwas, das nannte sich Mauspad. Dann läuft es auch gut mit der Maus im Bett. Ja. Da haben sie natürlich recht, aber dann ist das zweite Problem, das Mauspad ist ja dann schief und nicht gerade. Wenn es ein hartes Mauspad ist, ist es total schief und dann rutscht die Maus runter. Wenn es ein weiches ist, dann passt sich das an ans Bett. Habe ich alles probiert, denn ich musste 10 Monate lang aus dem Bett streamen. Ich konnte mich nicht bewegen und aufstehen. Und die beste Oberfläche ist immer noch das Bett selbst, wenn es einigermaßen okay ist. Hart Mauspad ist nicht gerade, wenn man sich bewegt, dann ist es immer schief und man hält im Bett nie gerade. Man macht immer Rambazamba. Weiches Mauspad passt sich zu sehr ans Bett an und hat mal harte Rillen. Habe ich alles gemacht. Habe auch so ein Tischchen, was ich probiert habe, aber ein Tischchen im Bett. Ist es noch komischer, da muss man, hat man noch weniger Bewegungsfreiheit. Man muss, wenn man mit Maus und Tastatur im Bett spielt, sowieso eigentlich immer ruhig halten. Sich nicht bewegen. Und diese Haltung ist unnormal. Da bist du dann im Bett und liegst so komisch versteift mit Tastatur auf dem Bauch oder auf dem Schoß. Maus ist so komisch, der Arm gestreckt nach rechts. Und da kannst du ein bisschen halten, wenn du länger hältst, ist halt einfach tut weh. Ja, Hände schlafen ein, es wird seltsam, dass du verkrampfst. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Story gibt bei dem Spiel. Ich dachte, ich kann einfach entspannt meine Rennen fahren, die Veranstaltungen, aber jetzt muss ich hier die Uschi chauffieren hier, von A nach B. Kann man sich nicht vorstellen. Sorry. Ab und zu mal ein Frosch im Hals, bin ja schon seit ein paar Tagen am Stream hier. Was sehen wir eigentlich aktuell hier im Stream? Mittwoch, Donnerstag, Samstag von 18, 19 bis 23, 24 Uhr zocken wir halt World of the Warcraft ein bisschen. Kann sich aber ändern, dass wir nur noch einen Tag das machen. Ich habe von 7 Tage die Woche, 12 bis 24 Stunden habe ich auf 5 Tage runter. Und jetzt auf 3 Tage, es kann sein, dass es auf einen Tag kommt. Dann zocken wir aktuell natürlich Forza Horizon,
Dann zocken wir als, sag ich mal, WoW-Zusatz oder als Ersatz Alien. Super geiles Spiel. Richtiges Action-MMO. Macht super Spaß. Nach 16 Jahren WoW habe ich mich mal an ein anderes MMO rangetraut. Ist cool. Sehr geil. Ein direktes Kampfsystem. Alien, super. Und, ja, alles Mögliche. Ich traue mich in letzter Zeit an Sachen ran, die ich die letzten Jahre nicht gemacht habe. Ich bin schon etwas älter. Das heißt, ich habe ja durch den Xbox Game Pass habe ich auch 10 Stunden Zeit, dass ich das neue Battlefield zocke. Ich habe noch nie Battlefield gezockt. Es ist ein riesen Franchise. Tausende Fans, Millionen von Umsatz, Milliarden von Company. Mal schauen, warum ist das so groß? Wieso sind alle Spieler begeistert? Warum ist Battlefield einfach ein Spiel, was in die Geschichte des PCs gehört und sich nicht wegdenken lässt. Mal da einsteigen ins Franchise. Musste 2005 oder 2004 aufhören mit Shooter, weil ich immer Game Sickness bekommen habe. Und 2019, 20 ging es weiter. Das werden wir ein bisschen sehen. Dann Alien am Erfolg zum Motorsport und andere Sachen noch. Ja. Für die jetzt neu sind. Naja, du kannst ja. Kannst du ja. Du musst die Story nicht unbedingt spielen, nur freistellen sollst du, damit die alle Rennen auf der Karte die Story zu spielen ist und eine Boden. Ja, ich mach ja das, um das freizuschalten. Weißt du? Deswegen mach ich das ja. Wo kann ich da nicht hin tun, hier mit dem Abfall? Ich verdeck das Ganze. Scheiße da. Was ist denn oben in der Ecke? Ist da irgendwas Wichtiges? Weil oben links ist ja die, die Ding. Oben links ist ja die Prozentzahl. Okay, da steht die Position. Ach, ich mach's einfach ganz aus erstmal. Ich habe keinen Platz für das Ding bei dem Spiel. Ist immer geil, ich bin auch stolz drauf. Ist schon ein bisschen lange der Stream, aber muss ja nicht immer dabei sein. Was haben wir hier eigentlich? Wie, die fahren Jetski oder was ist das? Nicht Jetski, Scheiße, das was auch bei Ding gab, bei Crew. Und ich muss gegen die gewinnen? Lol. Okay. Das ist ja ganz wild. Macht auch einen nicht kirre, wenn wir dann drüber springen da. Sieht aber schon wenig in dem Auto. Na klar, First Person ist ein bisschen Sicht einschränken, aber ist doch halt cool irgendwie. Wenn es dann klappt, ist es ganz geil hier im Cockpit. Dass immer verlangsamt werden muss, so eine Art Action Cam, ich weiß ja nicht. Aber ist ja ein riesen Show, das Spiel ist ja ganz cool mit dem Horizon hier. Horizon Festival. Ist das zwar nicht so geil mit dem Controller hier am Tisch, aber wir sind ja gleich wieder im Bett. Ich muss nur meinen Rücken ein bisschen entspannen hier. Wow, 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 wow. Hab ich noch getroffen? Ne, ich hab's verpasst. Scheiße, nochmal. Motorhaube ist auch geil, natürlich, klar, Polarfox. Ich schalte viele Spiele so Motorhaube eigentlich, aber ich schalte hier ein bisschen um. Hauptsache kein Third Person. Es ist einfach heller. So ist auch nicht schlecht, so ein bisschen.
Mal die andere Sicht, mal ein bisschen näher das Ganze, aber ein bisschen komisch der Zoom. Mal schauen, wie wir springen. Hier. Ist schon cool, ist schon cool. Mal so die Sicht ein bisschen. Immer hin und her schalten, sind wir nicht gebunden an der Sicht. So, jetzt fahre ich noch das Rennen oder noch zwei Rennen hier vom Tisch, dann kann ich mich wieder ins Bett legen. Wie lange wir noch machen, weiß ich nicht. Wir sind heute schon seit mittags am Start. Also generell sind wir schon lange, aber es ist ein 24-7-Stream. Da wird auch manchmal sich hingelegt und etwas gepennt. Muss ich schauen, dass ich hier gerade fahre, ne? Wenn ich schief springe, ist halt komisch. Aber schon ein cooles Spiel. Teil 2 war das letzte, was ich gespielt habe. Bin jetzt kein Mensch, der gerne Arcade fährt. Aber da ich riesen Forza-Fan bin, doch Forza Horizon 2 gern gespielt habe, dachte ich, wir schauen es mal an. Und wenn es sowieso im Game Pass mit drin ist, ist es eh geil. Das ist eh wurscht dann. Und normalerweise spiele ich ja gerne mit Lenkrad und Pedalen, aber das geht in meiner aktuellen Situation nicht. Bisschen schade, da blutet mein Herz oft. Denn ich finde es halt einfach super, mit Pedalen zu fahren. Aber wenn die Füße nicht wollen, dann wollen sie nicht. Was willst du machen? Würde ich halt eher so Formel 1 fahren, Gran Turismo, Forza Motorsport oder ja, solche Sachen. Ich freue mich auf Gran Turismo 7. Egal was meine Füße dann sagen, wenn es mir einigermaßen geht, dann werde ich dann schon das einfach mit Lenkrad und Pedal probieren. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, musste ich lange Zeit starke Tabletten nehmen. So Schmerzen. Ich bin letzter, oder? LOL. Story ist mir jetzt eigentlich egal, welcher Platz ich werde. Mich triggert schon, Platz 2 nicht 1 zu sein, aber ist nicht so schlimm. Jo. Mach das. Angenehme Träume, Smoke. Und danke für so ein paar wertvolle Tipps in dem Spiel. Aber Das versprochene Haus habe ich nicht. Frech. Frech. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber ein ernstes Wort. Aber ein ganz ernstes Wort. Ja, na klar, Technikus, na klar. Ich hab ja oft die Konsolen nur für diese Games geholt, für Forza und für Das ist der Eliminator. Gran Turismo. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden antritt und am Ende nur ein Gewinner. Braucht man jetzt bei Forza nicht mehr, aber du kannst dich noch anmelden. Das macht ja nichts. Bis dann. Und das kann ich ja noch machen. Was jetzt mein Ziel ist hier, Palafokus, ich möchte dieses Haus freischalten, damit ich nicht immer zu jeder Scheiße hinfahren muss, damit ich mich hinporten kann, wenn so gut wie möglich. Weil wenn ich habe jedes Mal irgendwie ein Event auf der anderen Seite der Map und dann muss ich ewig fahren und ich mein Ziel ist es irgendwie die Story zu spielen, damit ich irgendwann das Haus kriege. Ich weiß aber nicht wann oder wie weit es geht. Ich habe schon ein paar Scheunfunde gemacht. Manchmal auch da rumgelaufen wie so ein Verrückter. Rumgefahren, 10 Minuten nichts gefunden. Ja, versuche ich, Arcade. Hey, Chaos Mausi, moin, was geht, ne? Wenn ich jetzt halt wüsste, was genau ich fahren muss. Ist ja nicht so schlimm, natürlich nicht. Aber wenn ich halt nur schnell Rennen fahren muss und dann nachher 20 Minuten zum Rennen hinfahren und dann das Rennen dauert 5 Minuten. Ich feiere das
Ich weiß nicht, ob ich das Open World so generell feier. So im Menü war es dann schon besser. Natürlich ist es für ein Autorennspiel perfekt, in der Open World rumzufahren. Ich habe ja Test Drive Unlimited 1 und 2 geliebt, es war gigantisch. Und da gab es ja auch. Also ich habe es bis jetzt nicht genutzt und ich weiß nicht, wie ich es nutze. Dachte schon, du fragst nie. Alex spricht seit Wochen über Gauntlet-Ideen. Aber ich ist schon okay, wenn man da ein bisschen hier Zeit sparen kann. Schon halb finanziert hat. Das noch geht nichts, Augenreib. Na, guten Morgen. Oh, sorry. Es sind doch alle sehr beeindruckt von deinen Fahrkünsten. Kaum zu glauben, aber das ist so ziemlich alles, was mir zu Horizon Wilds einfällt. Du hast es bist geschafft. Du kein Verfechter von Polar Fuchs? Macht ja nichts. Ist im Spiel drin. Man nutzt nur die Spielmechanik. Ich zum Beispiel für meinen Fall fahr im Cockpit, hab die Ideallinie aus, hab das Zurückspulen aus. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich halt eher so als Cheaten. Ideallinie. Ja, kann man anmachen, keine Ahnung. Aber dann ist das nur ein halbes Spiel. Und Zurückspulen fühle ich halt auch gar nicht, denn ich weiß nicht, dass es so modern geworden ist. Natürlich hat man einige Frustmomente, man macht lange Rennen und macht einen Scheiß, muss nochmal von Anfang anfangen. Kann auch sein, dass man deswegen quittet und nicht mehr so viel Bock hat, aber ist ja egal. Immerhin hat man es dann gescheit gemacht. Also meiner Meinung nach. Aber wenn du schon dabei bist, dass du sagst, das hat im Spiel nichts zu suchen, ich weiß auch nicht, warum man hier leveln muss. Leveln, Emotes freischalten, Slots spielen hier. Ist halt alles okay, es sind so kleine Mimics, so Gimmicken, ne? Ist halt heutzutage modern, Season Pass, du tust dann irgendwelche Sachen freischalten. Ist jetzt nicht das, was ich halt unbedingt brauche, aber hey, es ist dabei, ich nimm's halt einfach. Oh, man hätte doch gesagt, Battery Low gerade. Ich kann mir die 60 Euro nicht leisten hier, ich habe mir Xbox Game Pass geholt. Von daher weiß ich nicht, ob sich 60 Euro leistet, je nachdem, worauf du Bock hast. Also, wenn du Horizon 4 gespielt hast und das feierst, wird dir das auch gefallen. Oder die anderen Horizon-Teile auch, aber weiß ich nicht, musst du schauen. Xbox Game Pass kannst du ja auch, glaube ich, wenn du das erstmals holst, für 1 Euro holen und testen. Es ist schon ein geiles Spiel. Wenn ich die Coolheit würde ich es mir auch ganz kaufen, aber das ist so ein ganz gutes Angebot, dass man viele Spiele testen kann über Xbox Game Pass. Bin ich selbst hier extra, ich bin auch komplett neu. Aber du kannst die Fragen im Chat stellen oder einfach das Spiel spielen und genießen. Dann werden viele Fragen selbst beantwortet. Was ich beantworten kann, beantworte ich, ansonsten hilft der Chat mir. Ich habe auch erst eben angefangen mit dem Spiel. In 400 Metern links. Das Spiel hat sich aber schon, also ich habe den letzten Teil habe ich im zweiten gespielt. Es hat sich vom zweiten bis zum fünften schon enorm verändert. Verändert hat sich unter anderem, dass die Welt halt größer ist und man kann viel mehr entdecken und so weiter. Aber auch das Fahrgefühl hat sich enorm verändert, was arcade-mäßig angeht. Es hat sich mehr Need for Speed an Drive Club und an Burnout angepasst. Also, das ist dann so eine Art Arcade-Racer. Also, wenn du Need for Speed magst, findest du das, ist das bestimmt nicht schlecht auch. Du fährst in der freien Welt rum. Du tust halt, Rennen fahren, verschiedene Veranstaltungen. Du hast Drift, du hast von A nach B Rennen, du hast im Kreis Rennen, du hast alles mögliche. Du hast 500 Autos, glaube ich. Ist schon cool. Und du hast sogar Spins hier. Was ich jetzt nicht verstehe, warum, aber du hast es halt. Ach, hier 100.000. Ja, okay, also gibt es bei YouTube Pro Tuning Guides auf Deutsch? Keine Ahnung, musste man einfach bei YouTube suchen, ich weiß nicht. Ich habe das Spiel gestartet und spiele da einfach. Mir braucht da keine Pro-Dinger, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. In 400 Metern links abbiegen. Ich habe Video gesehen von Forza Horizon, wo sie auf einem Bahngleis sind und dann kommt der Zug und katapultiert sie richtig schnell und weit weg. Kannst du das machen? Ich weiß ja gar nicht, wo das ist und wie das ist. Das hat irgendeine Szene gewesen aus irgendeinem Trailer. Keine Ahnung, Dremos, wo das ist, was es ist. Du hast dein Ziel erreicht. Also kann ich es aktuell nicht machen. Das ist halt irgendwo im Spiel. Es gibt halt
tausende von Rennen und Optionen. Irgendwann wird das schon kommen in der Story. Ich glaube, die Frage Polarfuchs einfach so, was wie meine Meinung drüber ist. Die habe ich beantwortet und fertig. Das, je nachdem. Habe ich ja. Ich hab beantwortet die Frage, wie das Spiel so ist, wie ich so sehe. Und dann habe ich halt auch gefragt, wie das ist mit seinem Geschmack, was er so spielt. Und dann konnten wir es halt einschätzen. Ob 60 Euro wert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss er für sich selber entscheiden. Aber ich kann trotzdem ein bisschen, paar Fragen stellen und ein bisschen filtern das Ganze, ob es ihm gefällt oder nicht. Oder gefallen könnte. Morgen, Eddie. Ja, Spiel ist schon cool. Also wenn ich dir einen YouTube-Link schicken würde, würdest du das machen? Wenn die Möglichkeit da ist, ich weiß ja gar nicht, ob das nicht immer einfach eine Story ist. Ja, also ich habe mir einfach die Xbox Game Pass Version geholt, weil die anderen Preise ich einfach gar keine Chance habe, in meiner Lebenssituation da ranzukommen. Also wirklich null. Null. Gauntlet bedeutet eigentlich Handschuh. Hier bei Horizon bedeutet es aber das größte. Du kannst eh als Sub kannst du einen Link reinhauen, Dremos. Mal gucken. Aber wie gesagt, wenn das irgendeine Story ist, wo irgendwann kommt, so random im Spiel, habe ich keinen Einfluss drauf. Es wäre so, wie wenn du in einem Story-Game sagst, ja, mach mal den vorletzten und letzten Boss. Ja, erstmal dahin kommen. Aber kannst du mal schauen, vielleicht ist es ja ein Bereich des Möglichen. Ach du Scheiße, haben wir jetzt ein langes Rennen gestartet oder was? 1% erst? Okay, wenn es ein zu langes Rennen ist, mag ich das jetzt bestimmt nicht. Ich wollte es auch nicht mehr so lange machen hier. Und ich glaube nicht, dass das Auto für dieses Rennen richtig ist. Wir könnten was anderes spielen hier. Also mit irgendwelchen Profi-Guides, keine Ahnung, du. Ich habe das Spiel gestartet, hab's gespielt und fertig. Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Ein Stern, noch ein Stern. Vielleicht sind wir noch ein cooles Rennen. Vielleicht haben wir ein paar neue freigeschaltet. Ich bin jetzt die ganze Zeit eigentlich nur das gefahren hier. Diese Rennen hier. Hier. Hier, das bin ich gefahren. Das ist super geil. Einfach Straßenrennen, das feiere ich. Mach das. Viel Spaß beim Zocken. Viel Spaß. Warte, ich muss alles umschalten, um Video zu zeigen. Habe ich aber. Gibt es keinen normalen Rennen mehr? Bin ich alle gefahren? Ich habe jetzt hier, glaube ich, viele Rennen bin ich gefahren hier. Wo sind die denn? Alle schon. Okay, das habe ich nicht geschafft. Ich habe versucht, die meisten unter den Top 3 oder Erste zu schaffen. Aber ist mir nicht immer gelungen. Und das Ding ist halt zu krass, dauert da zu lange. Wollen wir was Entspanntes fahren hier. Uff, Digga, weiß ja auch nicht. Ich habe nur das Video gesehen, wenn ich ein Spiel spielen würde, um alles zu gehen, wäre da nicht was Speed. Underground 1 und 2 war gigantisch. Habe ich sehr gerne gespielt. Habe ich sehr gerne gespielt, die Underground 1 und 2. Eines der besten Need for Speed. Eigentlich das beste Need for Speed ist eigentlich Hot Pursuit 1. Das, den dritten Teil generell. Most Wanted ist auch geil, Need for Underground 1 und 2 auch, aber alles, was danach kam, fühle ich halt jetzt nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können ja nochmal so einen komischen Scheunenfund da uns anschauen. Vielleicht können wir den gemeinsam sehen. Ich bin immer alleine blind und finde die nie. Ich war gestern bei einem Beschleunigungsrennen und sprach mit ein paar Mechanikos über die neuesten Gerüchte. Das hier wird dir gefallen. Bei nächster Gelegenheit wenden.
Ich glaube jetzt, das tust du zu verallgemeinern hier. Ich glaube nicht, dass Leute das Spiel negativ bewerten, weil sie es nicht schaffen. Natürlich tut es bestimmt einige, aber einfach wenn einige Sachen nicht gefallen. Und wenn in den Previews drin steht, A, B und C gefällt mir nicht, deswegen ist negativ. Und wenn ein anderer das liest und sich denkt, oh, diese Sachen gefallen mir auch nicht, ist es doch okay. Und wenn der eine positiv bewertet, dass A, B und C gefällt mir, dann ist es ja auch okay. Es gibt viele, die gleiche Meinung haben. Es gibt viele Leute, denen schmeckt Milch, andere Leute finden, dass Milch Gift ist. Ne? Vielen Leuten schmecken Tomaten, ein, zwei Leuten schmeckt es nicht. Aber wenn der eine zu dir sagt, in dem Spiel fühlt sich es an, als ob ich eine Tomate essen würde und ich fühle Tomaten, dann mag ich das. Also, natürlich kann man dann nachfragen. Ich würde sagen, Biosit, wenn du nur ein bisschen eine Art von Rennspiel möchtest oder dir ein bisschen gefällt, wie Need for Speed oder sowas oder Burnout oder was auch immer das alles so gibt, ist es schon was Cooles. Also, wenn du nicht 60 Euro ausgeben kannst oder willst, kannst du dir auch meiner Meinung nach einfach mal den Game Pass gönnen. Ich glaube, das erste Mal ist für 1 Euro, ansonsten, weiß nicht, was ist, sonst ist 10 oder 13. Und dann kannst du erstmal einen Monat spielen und dann kannst du immer noch entscheiden. Ja. Also, ne? Wenn ich Kohle hätte, würde ich sagen, wäre es mir wert, aber so bin ich halt so bin ich ja günstig da rangekommen. Und fertig. Ich find's gut. Hat auch ziemlich Erfolg am Headstart, als es noch nicht alle spielen konnten, sondern nur die es gekauft haben. 800.000, glaube ich, haben es gespielt. Und als es rauskam, dann 4,5 Millionen. Im Vergleich dazu, New World hatte so einen Hype mit 800.000, jetzt hat es nur noch 100.000. Scharf rechts abbiegen. Klar, es sind zwei grundlegende verschiedene Spiele, aber egal. So, jetzt für diese Mission müssen wir Third Person machen. Wir suchen eine Scheune. Okay, hier sind einfach irgendwelche Häuser. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Das hat schon mal jemand heute geschrieben. Wie geht das mit der Drohne? Ich laufe hier. Ich fahre immer eine halbe Stunde rum und finde das nicht. Weil jemand sagt, in Teil 4 gibt es eine Drohne. Vielleicht auch im 5er. Es gibt eine Drohne? Wie? Das ist doch gut, wenn du Fan bist von 24-7 Holzhacken, Waldtier, Polarfuchs, jeden Tag zwei Regenwälder abhacken, dann ist das Beste. Das ist New World. Einfach Farm. Einfach mal direkt wegtriggern gleich. Kapi. Sind das nur wie die Lemminge nachgelaufen, 800.000 Leute und danach kommen sie und weinen, es gibt kein Endgame. Sondern man muss sich erstmal eine eigene Meinung über das Spiel machen, finde ich. Ich hab nach 16 Jahren WoW habe ich mal ein anderes MMO angefangen, habe mir davor 8 Stunden Videomaterial angeschaut, 2,5 Stunden habe mich eingelesen, drüber geschlafen und dann erst Charakter erstellt. Ich bin halt kein Fan von diesem Hype. Dass ein Tag das eine im Hype ist, anderer Tag das andere im Hype ist, ist genauso wie Lemminge halt einfach hinterherlaufen irgendwelchen Leuten, sei es Influencer, sei es Streamer oder sonst was. Das ist halt irgendwie, naja, es ist halt die Zeit, ist halt normal, leider. Und da bin ich kein Fan von. So, Creative Hub dann ganz rechts unten. Ah, so ein Modus. Ist das Fliegen? Finde ich gut. Ich glaube, beim anderen sind wir auch ähnlicher Meinung, nur haben sie anders ausgedrückt. Mexiko von oben zu erkunden und eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ach du Scheiße, Alter.
Hallo? Geht's nicht höher? Ach doch, ach, du musst so fliegen, nicht wie mit dem Fotoding. So. Ach so ist das. Oh Gott, das ist ja die Steuerung wie beim Auto. Okay, jetzt check ich's erst. Hab ich mal wieder gespielt, dass die jetzt andere MMO scheiße als meine Meinung. Aber mir ist es halt so, eigentlich kann ein anderes MMO nur neben WoW bei mir existieren, denn wenn ich ein anderes MMO spiele, suche ich immer WoW in dem MMO. Wenn ich mit WoW aufhöre, muss ich mit jedem anderen WoW, mit jedem anderen MMO eigentlich auch aufhören. Wenn ich aber ins Parallel spiele, nehme ich das MMO so hin, wie es ist. Krass. Das ist ja wild. Lost Ark habe ich vor 2 Jahren gespielt. Schon die Vollversion. Die russische Version mit englischen komischen Mod. Und das gibt's ja. Das gibt's ja schon länger. Hab da gespielt hier 16 Stunden, habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Eins, was mich stört, ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Steuerung ist mir einfach Antikörper für mich. Weltfremd. Weltfremd. Dieses scheiß Click-to-Move hier. Ich will meinen Charakter mit WSAD steuern. Click-to-Move ist für mich Endgegner. Ich hasse das. Und feste Sicht, keine Kamera drehen, nichts, einfach Endgegner. Da bin ich einfach, hasse ich. Und ich habe mich auch an Diablo versucht zu gewöhnen. Kann ich nicht. Deswegen fand ich Diablo so super, dass es auf der Konsole ist. Und mit Controller super. Ich habe auch probiert mit Controller Lost Ark, aber die Steuerung ist da auch nicht so geil. Hätte ich mit Amazon so ein bisschen mehr Mühe geben können, es zu verändern, dass es halt ein bisschen an Diablo erinnert. Was das angeht. Warte mal. Kann ich da höher? Nee, oder? Kann ich da höher? Warte. Das Fliegen ist komisch. Turbo. Turbo, okay. Muss ich sagen, die Steuerung ist komisch hier. Okay, jetzt muss ich versuchen, systematisch das abzusuchen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Also hier ist so ein Boot. Da sind so ganz viele Häuser. Es hat vorhin jemand was geschrieben schon. Das ist das zweite Mal. Dachte, hier frage ich mal nach hier. Ich bin immer mit Auto rumgefahren. Aber so ist es vielleicht einfach. Obwohl ich so halt auch nicht sofort finde. Bin ja auch so blind. Als ob 1000 Insekten hier in der Nähe wären. Hört ihr das, dieses Drohnengeräusch? Eigentlich ist es oft ganz eindeutig. Also, es ist einfach ein Haus, was alleine steht. Ja, wollte ich eigentlich auch machen, aber da ich immer kurz wegschaue, verpeile ich das meistens. Was ich machen wollte mit dem Auto, Außenkreis fahren, diesen Kreis immer enger machen, aber habe ich auch eben nie gepeilt. Könntest du an diesem Ding orientieren? Es kann ja auch sein, dass es hier draußen ist, ne? Muss ja nicht unbedingt da drin sein. Kann auch sein, dass es hier draußen irgendwo ist. Wir sind hier immer noch im blauen Gebiet. Aber höher kann ich mit dem Ding nicht. Ne, geht nicht höher. Aber die Steuerung von der Drohne ist schon gewöhnungsbedürftig, schon irgendwie komisch. So finde ich zumindest. Und
Und wenn es jetzt wirklich da bei den Dingern ist, bei den Tempeln da? Was machen wir dann? Ich mach es jetzt so, ich flieg im Kreis und werde immer enger dann. Im Kreis. Einfach ein paar Mal im Kreis fliegen, immer engere Runden, dann wird das schon gehen. Oft ist es gar nicht so versteckt, es ist einfach ein ganz normales Haus. Ich bin schon ein paar Mal hier lang geflogen. Ich finde aber immer nur diese Dinger hier. Hier sind die Wasserfälle. Eigentlich ist es schon ein großes Haus meistens, gell? Na, ich habe mal viel, meinst du, 20 Minuten bis halbe Stunde gebraucht, aber ich fand es nicht so schlimm. Bisschen gequatscht in der Zeit, bisschen geschaut. War jetzt für mich nicht so wild, aber trotzdem ist es nach einer Zeit schon verrückt. Wieder hier bei dem. Jetzt geht man hier weiter rein. Lädt das überhaupt, wenn ich so schnell fliege? Versuche die Kamera mal gleichmäßig zu halten, aber durch die ganzen Unebenheiten hier. Dann gehen wir wieder einen Meter weiter. Zweimal bin ich jemand hinterher gefahren und dann hat zufällig der Typ es gesehen. Einmal ist auch einer gekommen, hat gehupt und habe ich mich hinterher gefahren. War witzig. War jetzt Zufall, ne? Ich weiß echt nicht, wo das hier ist. Lol. Ganz wilde Sache hier. Kiffer Pinky, danke dir, moin. Wo er? Muss man die Hand etwas anders halten hier. Ich denke immer da bei dem Wasserfall ist irgendein Haus. Glaubt, das ist gar nicht unbedingt versteckt. Das ist halt. Man sieht es einfach nur schwer, oder? Ist das? Das ist ein Tracker. Sind wir noch überhaupt in unserem Gebiet? Gleich daneben ist nämlich noch eins. Einfach zum anderen Gebiet fliegen und das zuerst finden, oder? Imagine. Also man sieht die eigentlich so von der Ferne schlechter, wenn man da hinfährt auf einmal. Es ist riesengroß, das Ding. Denkt man sich, hey, wie kann man das übersehen? Das ist ein Riesenhaus immer, es ist gar nicht so klein.
Danke dir, Eddie. Und wie kann ich das jetzt markieren? Oder wie ist das jetzt? Ist direkt da bei der Straße hier, guck mal. Ist direkt da bei der Straße, seht ihr das? Ich muss nur den Weg direkt hier hinfahren. Nur den Weg einfach. Mitte der Straße. Ich schaue schon in die richtige Richtung, seht ihr das? Ich muss einfach nur geradeaus fahren, bisschen nach links lenken und dann einfach hier rausfahren. Und da ist es direkt. Schau, dass ich die Map jetzt nicht öffnen kann.